Endlich ist sie da, die zweite Staffel vom Mittelerde-Epos Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, wo die finstere Herrschaft Saurons eingeläutet wird. Unsere Heere können ihn nicht besiegen. Wenn der Verräter einmal jemandes Vertrauen gewinnt, erlangt er die Fähigkeit, dessen Gedanken selbst zu formen. Passend zur Rückkehr von Der Herr der Ringe haben wir uns virtuell mit Charlie Vickers unterhalten, der Oberbösewicht Sauron verkörpert. Seit der 31-jährige Australier Teil der Serie ist, will Vickers selbst immer mehr über diese umfangreiche Welt wissen, wie er uns im Interview verrät. Yeah, I'd watched the films and played a bit of the PlayStation game and that was it before I was cast. Bevor ich gecastet wurde, habe ich die Filme gesehen und das PlayStation-Spiel ausprobiert. Inzwischen versuche ich, so viel über Mittelerde zu lesen, wie nur irgendwie möglich. Ich liebe dieses kurze Segment von Tolkien, der unsere Serie inspiriert hat. Wir orientieren uns stark daran und ich mag diesen Abschnitt der Geschichte total. I love that section of of the story. Und dieser Abschnitt geht nun endlich in die nächste Runde. Geboten wird ein gigantisches Abenteuer voller Wendungen, Actionszenen und großartigen Schauplätzen, die aus Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ein kurzweiliges Spektakel machen. Wer seid ihr in Wahrheit? Ich bin es, der den Sturm von euch fernhält.